Ja, liebe Freunde, willkommen auf Hoden 123. Und nein, ich habe die Map nicht wegen des Namens gewählt, sondern weil sie mir gut gefallen hat. Es ist einfach nur eine unglückliche Verkettung von Buchstaben und Zahlen. Ja, nein, ich habe es einfach ausprobiert und die Map hat mir einfach echt gut gefallen. Meine Hauptstadt soll später mal hier hinkommen. Und ich wollte einfach links und rechts einen Fluss haben, möglichst alleine stehen, damit die schön groß wird. Wie man sieht, sehen Sie noch nichts. Aber hier unten ist schon, ja, der erste Kreislauf fertig. Womit wir gleich bei meinem System sind. Hier sieht man ja schön, Lebensmittel und Treibstoffe brauchen alle drei Städte. Und ich habe dazu die Fabriken, die das auch noch herstellen. Also besser kann man es hier eigentlich auf dieser Ecke nicht haben. Und genau deshalb habe ich die Map genommen. Der Name ist also, ja. Eigentlich Zufall. Gut, ja, mein System ist damit eigentlich schon klar. Wer mich von Anno kennt, der weiß, wie das bei mir funktioniert. Ich mache immer einen Kreislauf und mache dann quasi hier nachher später den nächsten. Dann habe ich hier noch meinen kleinen Fetisch drinne. Ich glaube, hier sieht man das am besten. Auf der einen Seite kommt die Industrie hin, auf der anderen Seite kommen die Häuser hin. Das kann man so machen oder auch nicht. Ja, dann legt man einfach die Schienen. Bahnhof hat bei mir jeweils beides. Einmal im Kreis drumrum, sodass alle miteinander verbunden sind. Ja, und dann fertig. Das Wichtige ist eigentlich, dass man es schafft, zu gucken, welcher Waggon vor allen Dingen was transportieren kann. Weil die Züge sind somit das Entscheidendste, um ordentlich Geld zu verdienen, meiner Meinung nach. Das heißt, wenn ich jetzt also sehe, ich habe hier einen Kesselwagen. Der kann also das Rohöl, Öl und dann den Treibstoff transportieren. Wäre es noch besser gewesen, wenn diese Ölquelle angeschlossen ist. Da sich das aber hier nicht gut macht, also die Ölquelle müsste eigentlich am besten hier stehen, weil mein Zug, wo ist er? Ist eigentlich mein Versorgungszug. Da düst er gerade rum. Der hat gerade das Öl abgeliefert. Wenn wir da mal kurz mitfahren wollen, das ist meine Hauptversorgungszuglinie. Der bringt hier das normale Öl hin, wird hier in der Treibstoffraffinerie sofort verarbeitet, holt die quasi dann immer mit ab. Das ist ja beim ersten Zyklus fährt er quasi noch im Leerlauf, aber dann fährt er ja immer, wird produziert, abgeholt und dann gleich hier quasi an die Städte geliefert. Der ist noch nicht aufgeteilt. Momentan fährt er noch alles in einem. Das ist also der Maxi-Zug momentan. Ich könnte den Zug noch länger machen, wenn ich über die Modifikation den Bahnhof noch länger machen wollte. Aber ich glaube, das reicht. 320 Meter ist normaler Standard. Ich glaube, das kann man bis auf 400 oder so ausweiten, wenn man unbedingt will. Aber das reicht. Dann lassen wir dann lieber zwei Züge fahren, weil der muss ja die ganzen Dinger auch noch ziehen. Ja. Deswegen ist Dortmund momentan meine weitentwickelste Stadt, weil die eben alles bekommt. Und die anderen kriegen noch nicht ganz so viel. Sieht man ja gerade unten. 94 an Treibstoff wird jetzt noch geliefert an Mainz. Und Lebensmittel kriegen die nur noch 42. Da kommt der Personenzug. Grüß dich. Ja, die eine Schiene, auf der wir jetzt gerade quasi fahren, ist für Lebensmittel und Versorgung. Und die andere ist eben halt für den Personenverkehr. So kommen die sich nicht ins Gehege. Ich könnte die auch in dieselbe Richtung fahren lassen. Sieht aber dämlich aus. Und der hat gerade Schwein gehabt. Der ist nämlich kurz vom Zug gelaufen. Ja, manchmal ist es bei mir so, deswegen ich mag keine Weichen. Und deswegen werdet ihr euch gleich wundern, warum wir jetzt erst innen fahren. Das ist das Schöne an diesem Fernsehprogramm hier. Früher gab es das mal im Fernsehen. Wir wechseln jetzt die Spur und fahren jetzt außen. Das liegt daran, weil ich es gerne so habe. Es ist eigentlich vollkommen egal, in welchem Bahnhof, wenn beide Systeme im Bahnhof vorhanden sind, müssen nur die Plattformen stimmen. Jetzt sind wir nämlich wieder in Köln, können hier quasi aussteigen. Hier liefert er den letzten Treibstoff ab und fährt dann die Runde wieder von vorne los. So hat der Zug ja fast nie Leerlauf, nur auf diesem kleinen kurzen Stück. Und das ist eben die Kunst bei diesem Spiel, möglichst wenig Leerlauf zu haben. Das sieht man jetzt zum Beispiel hier, das sind die normalen Standardrouten. Er holt das Öl von hier hinten ab und bringt es dahin. Aber den ganzen Weg hier zurück hat er ja Leerlauf. Der transportierte ja nichts.
Und diese Phasen muss man so gering wie möglich halten. Und das kriegt man meistens erst am Ende des Spiels ordentlich hin. Hier drüben ist momentan so meine Geldverdiener. Ja, nennen wir es mal Geldverdienersystem. Das ist auch nicht ganz ausgereift, das ist auch erstmal nur provisorisch. Hier werden nämlich Waren produziert nur für Nürnberg. Es funktioniert eigentlich recht gut, weil natürlich, man muss ja immer gucken, wo die Rohstoffe überall liegen. Und hier wird auch dafür gesorgt, dass zum Beispiel der fährt hier unten, holt hier den Kunststoff ab, fährt das hier hin und lädt das dann dort aus. Da sollte man dann immer die Mehrzwecklaster nutzen. Hier habe ich nämlich den Kesselwagen drin. Und der kann dann natürlich den Kunststoff nicht mehr transportieren. Und deswegen übernimmt das dann die andere Route. Man muss eben halt gucken, dass man das gut organisiert bekommt. Das Wichtigste ist wirklich die Planung vorneweg. Deswegen sitze ich hier teilweise wirklich manchmal eine halbe, dreiviertel Stunde und mache hier eigentlich nichts. Und gucke eigentlich, ja, wie mache ich das jetzt eigentlich? Ich muss jetzt erstmal Geld sparen, weil ich bin jetzt nicht mehr pleite. Habe jetzt fast meine ersten 100 Millionen verdient. Das liegt daran, weil ich jetzt gerade aufnehme und nebenbei hier schon überlegt habe, wie ich das hier machen möchte. Weil ich möchte jetzt, dass in Bielefeld hier Maschinen, die wollen unbedingt Maschinen haben. Und die Maschinenfabrik ist ja hier schon in der Nähe. Und ich habe ja auch hier ein Stahlwerk. Ich habe sogar Kohle und Eisenerz in der Nähe. Es ist alles da, was ich bräuchte, um schon mal den ersten Teil fertig zu haben. Die nächsten Teile liegen natürlich ein bisschen weiter weg. Einmal das Sägewerk und einmal Holz. Dabei muss ich auch noch gucken, das vergessen immer viele. Hier braucht man 2 zu 1 Verhältnis. Ich brauche also ordentlich viel Holz. Und bei solchen Sachen sitze ich immer stundenlang. Wie mache ich es jetzt? Ich weiß von den Zug oder von den Waggons her, weiß ich, dass ich, wenn ich den großen Wagen hier nehme, Holz, Stahl und Bretter also mitnehmen kann. Ziegel ist erstmal nebensächlich. Da müsste man noch gucken, ob man das noch irgendwie mit einflechten könnte. Da drüben sind noch Ziegel, beziehungsweise hier drüben irgendwo sind auch noch Ziegel, aber das wird nichts. Dann will ich ja noch eine Verbindung zu der Hauptstadt haben. Deswegen muss ich ganz genau gucken, wie baue ich das hier, und das ist immer eine Kunst, dass ich das gar nicht mit euch hier machen kann, dass ich das hier mal, keine Ahnung, live streame oder das mit euch im Video mache, weil das einfach viel zu lange dauert. Weil ich kann jetzt hier einfach irgendwelche Linien legen, aber muss das meistens wieder abreißen, weil das muss alles gut funktionieren am Ende, so wie hier ein schöner abgeschlossener Kreislauf, wo alles perfekt miteinander harmoniert. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich hier, der eine Bahnhof, der steht schon, der wird mit dem dann verbunden, läuft dann an dem vorbei, da muss er nämlich noch nicht hin, kommt dann hier zum Eisenerzbergwerk und dann fährt der hier hin und her. Nur, der wird trotzdem an den noch angeschlossen, weil ich vielleicht hier noch einen zweiten Güter Bahnhof baue, der dann die Stadt vielleicht nochmal versorgt. Muss man mal gucken, was da dann sonst noch kommt, weil der braucht nämlich noch Werkzeuge. Und Werkzeuge, ja, sehe ich hier gerade nicht. Die kann ich noch in die Stadt holen. Es geht darum, falls ich die Stadt nochmal größer machen möchte. Jetzt wäre nämlich die Gelegenheit hier mal da. Hier mal da. Hört sich gut an. Gut. Also das Ganze hier rüber. Und dann ist hier die Frage, lasse ich den einmal hier auch querfahren? Hol dir also Holz, bring das dahin, lad das aus, hol das ab. Bring das dann wieder dahin, lad das dann ein, damit der voll ist, weil ich brauche ja das Doppelte. Und in der Zwischenzeit kann der ja auch ein bisschen verarbeiten, der wird nie komplett voll sein, aber wichtig ist, dass erstmal Rohstoffe da sind. Nimm das dann mit und fahr dann quasi einmal hier hin mit dem Zug. Alles derselbe Zug. Lad die hier aus, fahr hier rüber, hol die Stahlträger ab und bring die dann auch nochmal hin und fahr da wieder von vorne los. So sind meine Überlegungen bei der ganzen Sache, dass möglichst ein Zug mit den Waggons, die er hat, alles abfährt, was er haben kann.
Gut. Wenn er das dann so macht, habe ich quasi kaum Leerlauf drin. Hier muss er mal ausladen, da ist er dann leer. Fährt dann zurück, ist dann, muss dann wieder leer und fährt dann einmal wieder hier hoch. Und beim nächsten Mal könnt ihr euch dann angucken, ob das dann was geworden ist. Nur, dass ihr dann schon mal gleich den Plan habt, wie das hier beim nächsten Mal laufen soll. Ja. Wenn sonst mal irgendwelche Fragen sind, warum ich hier irgendwas gebaut habe, fragt mich. Ich kenne mich ja auch schon mittlerweile ein bisschen aus. Ich habe jetzt ja auch schon 50 Stunden investiert in dem Spiel. Also es hält mit Anno nicht mit, von der Komplexität her, aber man kann hier doch einiges machen und es ist wirklich ein ganz toller Zeitvertreib, sich hier Gedanken zu machen, wie man hier die Städte miteinander verbindet. Und das schönste Feature ist eigentlich, dass man hier mitfahren kann beim Zug. Ich bin da wie Sheldon Cooper, ich mag Zugfahren.